Full Day of Eating, so werde ich shredded. Ganz zum Anfang gebe ich immer erstmal einen Kaffee, Instant-Kaffee, mehr habe ich leider nicht drauf, mit ein bisschen Süßstoff. Anschließend gibt es hier zwei Brötchen, Aufbackbrötchen mit ein bisschen Lachs, ein bisschen Bärchenwurst, mit dieser richtig geilen Samurai-Mayo. Das ist so ein Double Frisk Zero-Getränk von Albert Heijn aus den Niederlanden. Ziemlich geil. Ja, von mir hat man lange nichts mehr gehört. Ich war ein bisschen YouTube-abstinent. Ich hatte richtig viel zu tun. Ich war mit meinen 10 bis 13 Athleten die ganze Herbstsaison auf wirklich jedem Wettkampf, der stattgefunden hat. Second place goes to the Netherlands. Yeah! Yeah, Matthias! Yes! And the winner is and the European title in men's physique. Jawohl, Matthias! Goes to Germany, Matthias Miltrai. Jawohl, Matthias! Die Ivo Classic organisiert. Richtig was zu tun, aber jetzt bin ich wieder da. Ich bin wieder in der Prep. Ich bereite mich vor auf das Frühjahr 2023 und eventuell werde ich irgendwo mal auch in der Classic Physik starten. Ich habe mich die letzten Monate sehr dem Posing gewidmet. Wer mir auf Instagram folgt, der hat das wahrscheinlich schon mitbekommen. Und ja, auch dass ich schon ein bisschen am Diäten bin, sind schon ein paar Kilo Fett runter. Aktuell esse ich so, ach, das verrate ich euch am Ende des Videos. Erstmal gibt es jetzt diese zwei Brötchen, dann gehe ich oben ein paar Schritte sammeln auf dem Laufband, muss arbeiten, heute ist Montag. Montags mache ich immer das Online-Coaching bzw. checke alle Datenerfassungen, also alle Tagebuchführungen quasi der Athleten, wo sie mir eintragen, wie ist so der Gewichtsverlauf, wie haben sie sich ernährt die Woche, haben sie sich an ihre Vorgaben gehalten, wie haben sie trainiert etc. etc. Das checke ich, gebe so ein bisschen Feedback, gucke mir so ein paar Trainingsvideos an, mache so ein bisschen Trainingsanalysen und so alles das. Was so anfällt, und dann fällt heute auf jeden Fall noch ein Beintraining. Ich glaube, ich muss deloaden. Ich bin total am Arsch. Und heute Abend gehe ich mit einem Freund dann noch Abendessen. Aber das werdet ihr alle sehen. Ich nehme euch mit. Fertig mit der Arbeiten. Auf geht's ins Beintraining, und was vor dem Beintraining natürlich nicht fehlen darf, ist ein IvoCraft, genau 20 Gramm davon plus zwei Kapseln IvoFocus, die mache ich immer auf und tue die da mit rein. Und ein Hack, dieser Shaker hat immer einen Aufkleber, der befindet sich normalerweise auf der Rückseite da oben, und für die Booster Shaker klebe ich den immer rechts daneben und für die Whey Shaker klebe ich den da drunter, so wie man unschwer erkennen kann, das ist ein Booster Shaker. Das ist ein Whey Shaker. Das ist wieder ein Booster Shaker. Code André benutzen, wenn ihr Ivo-Produkte bestellt, dann supportet ihr mich und spart gleichzeitig 10%. Wenn ihr aus Deutschland kommt und einen Bestellwert von 75 Euro überschreitet, dann bekommt ihr den Versand kostenlos. Und Full Day of Eating, nicht vergessen, so ein Booster hat proteinogene Aminosäuren und die haben auch Energie. Und zwar hat ein Serving Craft mit 25 Gramm 64 Kalorien. Also nicht unterschätzen, so ein Pump-Booster hat auch ein bisschen was an Energie. Bruder, mach doch nicht so. Nochmal von vorne, Deckel ist zu. Immer den Finger drauf, Leute, dann passiert euch so ein Mist nicht. Einmal ganz kurz die Küche unter Wasser gesetzt, beziehungsweise unter Booster. 500 Milliliter Wasser, extrem wichtig. Hydration vor dem Training, während des Trainings. Darum haben wir in dem Craft auch Elektrolyte drin enthalten, damit der Hydrationsstatus des Körpers gegeben ist. Denn ohne ausreichend Flüssigkeit und ohne ausreichend Elektrolyte bekommt ihr auch nicht so guten Pump und seid nicht so leistungsfähig. Für nach dem Training natürlich schon mal fertig machen 50 Gramm Whey und 4 bis 5 Gramm Kreatin.
4. Sehr gut. Ich würde euch, beziehungsweise die Datenlage würde euch empfehlen, 1 Gramm pro 10 Kilogramm Körpergewicht zu euch zu nehmen. Ich teile mir das immer auf 2 Mal am Tag auf. Ich nehme das meistens im Whey, also wenn ich einen Shake trinke, dann tue ich 4 bis 5 Gramm Kreatin damit rein. Ich wiege ca. 90 Kilo aktuell und ja, würde das entsprechend auch so empfehlen. So habe ich auf jeden Fall gewährleistet, dass ich immer einmal Kreatin nach dem Training und einmal Kreatin im Laufe des Tages nochmal zu mir nehme. Warum ich das so mache? Weil ich vertrage das Kreatin in der Regel in so hohen Mengen nicht so gut vom Magen. Tatsächlich. Also wenn ich 10 Gramm Kreatin auf einmal nehme, wird mir immer ein bisschen übel. Finde ich kacke und möchte ich nicht. Und darum habe ich irgendwann gesagt, ich teile das auf 2 Mal auf und dann ist alles cool. Hey, so. Again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us. We don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking out them jeans. I've been sparking up like the fireworks. I keep the flame. Heard you barking up. This the wrong tree. I got the strength. Yeah, I'm charging up. They can't keep up. Got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. I pull up and I and I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Rap a nigga like a motherfucking turban. Yeah, these niggas all square like Irvin. Yeah, we grew up in the hood, no suburbans. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, yeah, they want me to quit. Yeah, they want me to shift. But as long as I'm alive, we gon' keep on making hits. Why they steady shooting bricks? Man, it's lit, yeah, it's lit. Me and Dale back to back, and yeah, I'm dishing the assist. Yeah, they talk a lot of shit, but we really with the shits. Lame ass niggas always gon' be reaching for they hit. Smoke a nigga like a clip. They could never catch me slipping. Every time your girl around, she be watch the way I'm dripping, dripping. Try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, they ain't again. Training ist vorbei. 50 Gramm Whey, 5 Gramm Kreatin. Code André. Wie viel Werbung willst du in einem Video machen? André? Ja. Ich bin in einem Restaurant mit einem guten Freund was essen, der hatte Geburtstag und natürlich sind wir asiatisch essen gegangen. Es gibt als Vorspeise gebackene Wantern, die haben auf jeden Fall ein paar Kalorien und Hauptspeise kommt dann danach. Als Hauptspeise gibt es Pho Bo mit Rindfleisch, Reisnudeln sind da drin, viel Gemüse, viel Brühe, richtig nice, hat wenig Kalorien, schmecke ich nachher. War auf jeden Fall eine 9 von 10, also war richtig gut. Wenn man außerhalb Pho essen geht, dann ist das nicht immer so gut. War auf jeden Fall richtig nice. Maison Zen heißt der Laden am Friesenplatz in Köln, kann ich auf jeden Fall empfehlen. In meinem Kopf habe ich natürlich schon mal so ein bisschen überschlagen. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Eiweiß konsumieren heute. Und ich glaube, ich kann auch noch so ein bisschen Zucker snacken oder so. Auf jeden Fall erstmal nach Hause. Dann tracke ich schon mal einen Zwischenstand. Und dann ja wahrscheinlich ein Whey oder ein Magerquark. Und noch ein paar Haribos oder so. Ich bin wieder zu Hause angekommen und jetzt gibt es quasi meinen Mitternachtssnack. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, aber tatsächlich passiert mir das ganz oft, dass ich es genauso mache. Und zwar gibt es jetzt tatsächlich ganz genau 70 Gramm Whey. Mir fehlt nämlich echt noch viel Eiweiß heute. Und 5 Gramm Kreatin nochmal. Ich hau mir 200 Gramm Brokkoli mit 30, 40 Gramm Hollandaise Light in die Mikrowelle, weil Mikros sind heute auf jeden Fall auch zu kurz gekommen. Und dann gibt es noch ja, 50 bis 100 Gramm Haribo, je nachdem wie viel Kalorien ich noch offen habe. Und diesen Reese's Pumpkin White, davon habe ich gestern auch schon einen noch gegessen. Heute gibt es auch noch einen. Und ja, wenn ich 50 Gramm Haribo esse, dann habe ich 2600 Kalorien heute. Und ihr seht hier die Makros, 206 Eiweiß, 274 Gramm Kohlenhydrate, 76 Gramm Fett. Das ist soweit ganz in Ordnung. Ich hätte eigentlich gerne noch mehr Eiweiß gehabt, aber da ich heute außerhalb essen war, ja, war es halt nicht möglich, noch mehr Eiweiß außerhalb zu essen. Also da war so ein bisschen Rindfleisch mit in der Nudelsuppe in der Pho, aber das ist halt nicht ausreichend, um auf 220, 230 Gramm Eiweiß zu kommen. Ich habe als Tagesziel am Ende immer eine 2 vorne stehen zu haben. So, das ist gut, das ist nice.
und ja, habe eigentlich lieber mehr Kohlenhydrate, weniger Fett, hat sich jetzt heute so ergeben. Wenn euch interessiert, wie man für sich selbst seine Kalorien ganz genau berechnet, wie man für sich selber seine Makronährstoffe genau berechnet, wie man sich eine Gewichtsabnahmerate berechnet, wenn man für sich selbst eine Diät plant, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Für immer fit zu kaufen. Das ist mein E-Book, mein Ernährungsguide. Und ja, ist Link unten in der Videobeschreibung mit dem Code André30. Könnt ihr stabile 30% darauf sparen. Und ja, das war's. Das war mein Full Day of Eating. Ihr hättet vielleicht gerne noch einen Formcheck gesehen. Machen wir im nächsten YouTube-Video dann. Also, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Kanal abonnieren, nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt, und dann bis zum nächsten Mal.